Dual-SIM-Gerät, das B5722. Ein Dual-SIM-Gerät der Mittelklasse, 3-Megapixel-Klasse bei dem Gerät. Das Besondere ist hier, es ist eigentlich ein relativ normales Touch-Telefon, wie aktuelle Geräte von uns, F480, Star oder ähnliches, wo man auf verschiedenen Menüebenen seine ganzen Screens mit Widgets und Co. belegen kann. Social Networking wie Facebook, Internet, verschiedene Applikationen sind hier das Thema. Dazu kommt jetzt hier, dass wir hier 2 SIM-Karten-Slots drin haben, 2 völlig unabhängige Telefone voneinander, die beide gleichzeitig laufen. Auch durch ein Widget sehr leicht bedienbar kann ich hier auswählen, welche SIM-Karte zum Beispiel voraktiviert ist. Es sind allerdings immer beide gleichzeitig online. Ich kann beide SIM-Karten zum Beispiel automatisch wechseln lassen, welchen Tarif habe, der vormittags eine Flatrate bietet und abends SMS umsonst, dann kann ich sagen, okay, morgens ist SIM-1 die Standard-SIM und abends ab 18 Uhr dann zum Beispiel die SIM-2. Was auch noch möglich ist, weil viele das nicht so einfach erkennen können, welche SIM-Karte ist und was. Ich kann die SIM-Karte mit einem eigenen Namen belegen oder auch das Menü Symbol von dieser SIM-Karte automatisch ändern, dass ich hier zum Beispiel ein Herzchen hinlege oder ein Haus für privat oder für Business ein anderes Symbol auswähle. Und im Endeffekt sieht man jetzt hier oben im Displayrand die beiden SIM-Karten, die ich mit einem leichten Taster hier auf der Seite dann wechseln kann zwischen 1 und 2. Vor jedem Call kann ich hier automatisch auswählen, diese SIM möchte ich jetzt benutzen. Wenn ich im Internet browsen möchte, geht das auch mit beiden gleichzeitig auf Edge oder GPS-Basis. SMS verschicken, MMS verschicken, wäre ich dann vorher sogar nochmal gefragt, mit welcher SIM-Karte ich hier arbeiten möchte. Und ansonsten ist es einfach ein recht attraktives Touch-Telefon, was von den Abmaßen her eigentlich den aktuellen Geräten entspricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal unser Omnia 2 daneben halte, das ist auch jetzt nicht sonderlich dünner als ein Dual-SIM-Gerät. Insofern haben wir von dem Formfaktor da doch jetzt schon angepasst ans aktuelle Design und die Designsprache der Geräte. Neu ist einfach nur hier, dass ich 2 vollwertige SIM-Karten hier drin habe. Wenn wir uns das von innen mal anschauen, habe ich jetzt hier zum Beispiel 2 SIM-Karten eines deutschen Netzbetreibers drin. 2 vollwertige Telefone, wie gesagt, beide gleichzeitig erreichbar, beide benutzbar. Und das ist das Besondere.